Moin und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute mal einen richtig, richtig guten Burger. Ich habe es schon mal getestet im Urlaub, nachdem ich irgendwie auf zwei Zutaten gestoßen bin. Habe das noch ein bisschen ausgereift und hier präsentiere ich euch den Chorizo Burger, wie er, glaube ich, besser nicht sein könnte. Freut euch drauf. Ja, worüber ich gestolpert bin, ist ist natürlich diese Chorizo. Die meisten werden sie schon kennen. Gibt es im gut sortierten Supermarkt. Und die ist, wenn man die so grillt, natürlich sehr, sehr fettig und aber auch sehr geil gewürzt. Und wenn man die einfach noch ein bisschen mischt mit Hackfleisch, haben wir ein richtig schönes Burger Patty, was wir ansonsten nicht haben würden, weil sich einfach das Ganze nicht vernünftig kneten ließe. Und die Wurst da so drauflegen, halte ich irgendwie auch für blöd oder in Scheiben. Von daher mischen wir das Ganze und ja, das wird mega gut werden. Erstmal machen wir noch eine leckere Guacamole und zwar nach einem Rezept von Nelson Müller, der wie ich finde, so ziemlich der coolste der Starköche ist. Und ja, der hat ein geiles Rezept oder ein richtig gutes Rezept für eine Guacamole gemacht und das machen wir auch. Wir fangen an mit zwei Avocados, die wir erstmal aufschneiden und entkernen. Zack, Kernchen, einmal mit dem Messer drauf und dann kann man das auch rausdrehen oder der Stein. Oh. Ups. So, zum Mixen nehmen wir hier so ein Messbecher einfach. Dann als nächstes nehmen wir uns so eine Limette und werden da den Saft reinpressen. Verhindert natürlich auch so ein bisschen die Oxidation. Sprich, dass es nicht dunkler wird und seine Farbe schön behält. Also jetzt die Avocado. So. Dann schneiden wir da noch eine Knoblauchzehe mit rein. Einfach ein bisschen klein hacken, wird ja gleich eh noch ein bisschen gemixt. So. Dann geben wir noch etwas Salz und Pfeffer dazu. Und noch ein bisschen Chiliflocken. Auch da kann man durchaus frische nehmen. So. Und dann werden wir das schon mal so ein bisschen zerkleinern. So. Jetzt hat Nelson da noch Koriander mit reingemacht. Meine Frau hasst Koriander, deswegen lasse ich ihn einfach weg. Ich mag den auch nicht. Ich gehe den Weg des geringsten Widerstandes dabei. Ich persönlich mag ihn sehr. Nee. Da kann ich ein Stück Seife beißen. Magst du keine Seife? Der Trick von Nelson fand ich auch sehr, sehr gut. Er hat noch ein bisschen saure Sahne mit dazu gegeben. So zwei Esslöffel. Das kriegt dann gleich eine ganz andere Farbe. Und echt eine coole Konsistenz. So ein bisschen Mayo-mäßiger dann. So, sieht echt schon mal sehr, sehr gut aus. Sehr ansprechend. Duftet auch gut. Schmeckt auch gut. So, dann geben wir noch ein bisschen Erdnüsse mit rein. So ein bisschen für einen Crunch nachher auf dem Burger. Finde ich auch eine sehr, sehr geile Idee irgendwie. Die werde ich allerdings noch ein bisschen zerhacken. Sollten geröstet sein. Gibt also einen ganz anderen Geschmack als ungeröstete Erdnüsse. So, ich denke jetzt mal, das waren so ungefähr zwei Esslöffel. Vielleicht auch nur einen. Müsst ihr gucken, wie euch das am besten schmeckt. Dann schneiden wir noch eine Tomate klein. Was für eine Tomate ihr letzten Endes nehmt, ist eigentlich relativ egal. Einfach klein würfeln und nachher mit unterrühren. Und so haben wir letzten Endes dann auch schon die Tomate für den Burger automatisch mit fertig. Zack. So, nochmal das Ganze durchrühren.
dann gegebenenfalls nochmal Salz, Pfeffer oder Chili abschmecken, je nachdem, wie man es gerne mag. So, so sieht das Ganze aus. Hm. Hm. So, mal eben probieren. Passt. Sehr geil. Na, ein bisschen Essig und Essig, sag ich schon, Salz und Pfeffer geben wir noch mal mit dazu. So im Abgang. Auch einen schönen fruchtige Note im Abgang. Da geben wir den Rest der Chili auch noch mit dabei. Alles mit rein. Alles mit rein, was hier steht. Ein paar Knoblauchzehner mit rein. Ja, das schmeckt gut. Es sollte schmecken. So, das stellen wir dann zur Seite und bereiten uns das Fleisch vor. Den Grill, den heizen wir uns jetzt schon mal vor. Hätte man durchaus auch schon etwas eher machen können. Also ich heize jetzt rechts einmal unter einer Platte vor. So, die Wurst hat insgesamt 375 Gramm, also circa 400 Gramm für 6 so Würstchen. Hier ist nichts zum Aufziehen. Und riecht also auch schon echt intensiv. Ist wirklich eine wirklich, wirklich leckere Wurst, die ich auch schon mehrfach in meinen Videos verwendet habe für alles Mögliche. So, und wenn wir die jetzt einmal aufschneiden, dann sieht die nämlich so von innen aus. Und das nehmen wir dann hier einmal aus dem Darm raus. Und das lässt sich tatsächlich auch nicht so schön kneten. Wenn es im Darm drin ist, ist natürlich gut als Wurst, sage ich mal so, aber für ein Burger Patty eher ungeeignet. Und wenn wir jetzt die ganzen Würstchen rausgeholt haben aus dem Darm, nehmen wir einfach noch ein bisschen Rinderhackfleisch, geben das mit dazu, ungefähr die gleiche Menge, sind jetzt 400 Gramm. Und das kneten wir jetzt erstmal durch. Würzen brauchen wir es erstmal gar nicht großartig, weil die Chorizo sehr, sehr kräftig gewürzt ist. Und das reicht uns erstmal schon so. Hauptsache, wir vermischen das Ganze jetzt ordentlich. Das kann ruhig ein paar Minuten dauern. So, nach dem Kneten werden wir hier ein bisschen unsere Unterlage einölen, weil das doch sonst schon echt gut klebt. So, jetzt formen wir unser Frikadellchen. Ich mache das jetzt einfach stumpf oder ist viel zu viel. So, einfach stumpf per Hand. Das passt also in jedem Fall. Und da haben wir hier mal eins fertig. So, ruhig ein bisschen größer als das Brötchen. Das zieht sich ja noch ein bisschen zusammen. So, oben etwas Öl drauf. Und dann können wir auch schon ab zum Grill. So, ich habe hier mal eine Tonplatte vorgeheizt. Die ist von oben glasiert, ist von Urtopf. Habe ich ja schon mal was mit gemacht, ein paar Sachen. Von daher einfach mal reingucken in die Seite. Da gibt es so interessante Sachen. Diese Schale, die fängt nämlich jetzt gleich richtig schön unser Chorizo-Fett auf. Und da können wir dann gleich das Brot noch mit oder das Brötchen mit anbraten. So, ein bisschen Öl rein. Die beiden Patties habe ich jetzt doch nochmal daneben gelegt, einfach damit sie schönere Farbe bekommen. Also hier werden sie quasi wie in so einer Bratpfanne jetzt erst gebraten. Ist für die Farbe nachher außen nicht so schön, von daher lege ich sie jetzt erstmal auf den Rost. Und jetzt haben wir das Fett auf jeden Fall schon mal da drin für die Buns. Können wir da jetzt nämlich mal schön mit reinlegen. Da haben wir jetzt schön mit Fett. So, jetzt guckt euch mal diese Farbe an. Ist das nicht Wahnsinn? Richtig schönes Rot-Orange mit drin. Und da werden wir jetzt noch mal den Käse kurz mit anschmelzen. So, oh, das sieht gut aus. Zack, und dann können wir auch schon mal den Burger belegen. Ja, ein bisschen Soße geben wir noch mit drauf. Ich nehme da immer ganz gerne von Hela diese Hamburger Soße. Die ist nämlich schon eigentlich mehr Barbecue-Soße als Hamburger-Soße.
passt aber perfekt dazu. Ist tatsächlich super. So sieht sie aus. Riechen tue ich nicht so. Die ist zu. Herrlich. Herrlich. So, bisschen Salat drauf. Einfach ein bisschen Pflücksalat. So, da auch. Da sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr heiß. Zack. Knuspert noch ein bisschen. So, dann gehen wir noch ein bisschen Zwiebeln drüber. Und etwas von unserer Guacamole. Guacamole, so heißt es richtig. Und dann können wir einen Deckel drauf machen. Und fertig ist das Ganze. Supi. Probieren. Bin so gespannt. Schmeckt richtig gut. Ich finde, die Guacamole passt gut zu dieser Chorizo. Echt sehr, sehr lecker. Schmeckt komplett. Ist mal ein ganz anderer Burger, als man dazu üblicherweise hat. Wilma lässt das Stativ stehen. Und es schmeckt mega. Es schmeckt richtig gut. Und man sieht immer noch, das Fleisch ist schön rot. Chorizo ist super. Lecker. Ja. Ich esse weiter. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.